das gehört? Als habe ich mir das Geräusch nicht eingebildet. Es hat sich wie eine Art Brüllen angehört, aber ich frage mich, was es sein kann. Wer weiß, was uns bevorsteht. Wir müssen tapfer sein. Müssen weitergehen. Ich glaube, wir sind fast da. Lass uns anpacken. Selfe will er treffen auf dem Gipfel? Lol. Da fällt mir ein. Ich habe Foxy Will immer noch kein Wort davon erzählt. Ja, was denn, Sefi? Muss mir etwas Wichtiges sagen? Okay, schieß los. Sefi berichtet, was geschehen ist. Wie war das eben? Seit wir im Basislager angekommen sind, seither kommt es dir vor, als ob du diesen Ort irgendwie kennst? Das ist Selfe, oder? Der Legende nach löscht es das Gedächtnis von denen, die dort vorbeikommen. Du vermutest also, dass du schon mal hier warst. Und du glaubst, dass Selfe dir begegnet ist und dein Gedächtnis gelöscht hat? Verstehe. Daran denkst du also die ganze Zeit. Jetzt ist erst recht klar, dass wir zum Gipfel kommen müssen. Wir müssen Selfe treffen. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Okay. Obere Dunsthöhle. Belabersam. Was zum Teufel ist das? Ein Pokémon, das ein kampfunfähiges Pokémon wiederbelebt. War das schon alles? Danach wird es zu einem Samen, kann von einem Pokémon eingesetzt werden. Die Kuhmeister. Es ist das Plagiat-Item zum Belebersamen. Sei also vorsichtig. Was ist ein Belabersamen? Es gibt hier Plagiat-Items. Ja gut, dann lasse ich den liegen. Ich meine, ich habe genug richtige Belebersamen. Da brauche ich keine billigen Fälschungen. Bro, Sefi hat den Riecher wieder für die Treppen. Sehr witzig, wenn ein Gegner ihn trägt. Heal-Attacke ist so gut, Alter. Ey, die geben aber echt gut EP, ne? Muss man an der Stelle mal sagen, du. Ich glaube, die wollen, dass man hier noch ein bisschen levelt, bevor man zu Groudon kommt oder so. Warpsamen. Nee, ich verzichte. Danke. Oh nein. Oh, ich habe mich verbrannt. 300 EP, das ist insane. Ja, also hier macht man ein paar Level, wenn man hier ein bisschen grindet. Hot
Trott. Harter Brocken. IQ-Fähigkeit harter Brocken. Okay. Ich sollte vielleicht generell mal wieder die IQ-Fähigkeiten checken. Der Körper eines Pokémon wird robuster, daher verfügt er über mehr KP. Ah, ich habe einfach einen KP-Boost bekommen, oder wie? Dunsthöhlengipfel. Wir sind nach ganz oben gestiegen. Dieser Ort, er fühlt sich irgendwie seltsam an. Es liegt eine Spannung in der Luft. Meine Haut kribbelt überall. Es fühlt sich an, als würde mich etwas erdrücken. Irgendeine schreckliche Gefahr. Boah, das war das Geräusch von vorhin. Ich wusste es, es war ein Brüllen. Ich hatte recht. Shit. Irgendwas kommt auf uns zu. Hey, sieh mal her. Hey, ich sehe das. Ist das die Statue von Groudon? Oh, aber es ist niemand hier. Bist du sicher, dass der Gildenmeister, dass du den gesehen hast, Krebskrabs? Sicher bin ich mir sicher. Ich habe ihn gesehen. Der Gildenmeister hetzte auf der Jagd nach seinem perfekten Apfel vorbei. Ich habe gerufen und gewinkt, aber er war anscheinend nicht, zu abgelenkt und hat nicht reagiert. Aber ich würde sagen, dass das Team von Sefi vorgegangen ist. Bestimmt ist der Gildenmeister ihn nachgegangen, glaubst du nicht auch? Der Boden. Zum Kuckuck. Er bebt. Was ist das bloß? Irgendwas geht da oben vor. Hä? Hey, Papa. Hast du das da drüben auch gehört? So ein Ächzen und Stöhnen. Das hast du dir eingebildet. Beeilen wir uns jetzt. Yep. Uh-oh. Ich bin ganz ausgelaugt. Ich kann mich nicht bewegen. Wie ist das passiert? Wie hat Knuddeluff unsere giftige Gas-Spezialkombo so leicht abgeschüttelt? Und wie hat Knuddeluff zurückgeschlagen? Es ist unglaublich. Ach du Scheiße. Was ist das? Es sieht aus wie die Statue. Dieses Pokémon, es existiert wirklich? Oh shit! Seid ihr gekommen, um diesen Ort zu entweihen? Verschwindet! Aber wir wollten nur zum Nebelsee. Was? Zum Nebelsee? Ich bewache den Nebelsee. Ich bin Groudon. Ihr werdet diesen Ort nicht lebend verlassen, Eindringlinge. Was?
Hey, da ist der Eingang. Hier können wir hineingehen. Hey. Hey, Plauderguy. Kann ich das fragen? Kennst du ein Pokémon namens Groudon? Aber natürlich, für wen hältst du mich? Ich bin immerhin das oberste Denkorgan der Gilde. Groudon ist ein legendäres Pokémon. Von dem Mythen die Rede ist, seit Generationen weitergegeben werden. Ein legendäres Pokémon? Richtig. In den Mythen heißt es, dass es das Land aus dem Meer gehoben hat und dass es Kontinente gebaut hat. Hui, das hört sich nach einem enormen Pokémon an. Ja, danke schön. Was, wenn man gegen Groudon kämpfen müsste? Was würde dann passieren? Kämpfen? Völlig unmöglich. Wenn irgendjemand dumm genug wäre, Groudon zum Kampf herauszufordern. Tja, dazu müsste man lebensmüde sein. Es ist unglaublich stark. Wie alle legendären Pokémon. Ich habe Angst. Aber es ist Zeit, unseren Mut zusammenzunehmen. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht weglaufen, Sefi. Oh, shit. Macht euch auf meinen Zorn gefasst. Oh boy. Okay. Die Feuerattacken werden verstärkt. Lass mich mal den Erstarrorb nutzen. Eine mystische okay. Verhindert den Einsatz. Dann den Schlafsamen. Oh, ich wollte gerade sagen, Digga. Wehe. Okay. Ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob der Gigasauger mehr der 54. Okay, Moment. Lass mich mal ganz kurz. Ja, die Doppelattacke macht ein bisschen mehr Damage. Alter, macht die Damage, ey. Willst du mich komplett verarschen, Digga? Der war ja richtig easy. Wir haben es geschafft. Wir haben Groudon tatsächlich besiegt, aber... Huch! Groudon ist verschwunden. Das war nicht Groudon. Das war nichts weiter als eine Illusion, die ich heraufbeschworen habe. Wer zum Teufel redet da? Oh, es ist Selfe. Wie ich bereits sagte, ich bewache diesen Ort und ich kann euch nicht durchlassen. Information, sagt ihr? Naja, die reine Wahrheit ist, wir sind ein Erkundungsteam und suchen einen Schatz. Oh bitte, du musst uns einfach glauben. Ha. Nun, okay. Ich glaube euch. Dann lasst mich euch willkommen heißen. Ich bin Selfe, Wächter des Nebelsees. Bitte? Du sagtest Selfe? Ja, das habe ich gesagt. Ich bewache etwas Besonderes. Etwas, das im Nebelsee liegt. Lasst mich euch nun zum Nebelsee bringen. Bitte hier entlang. Okay. Wow, draußen ist es dunkel geworden. Es ist zwar nachts, vielleicht nicht so gut zu sehen, aber seht her, der Nebelsee. Wow. Damn, Bro. Das ist einfach unglaublich.
Wer hätte gedacht, dass es so hoch oben einen so großen See gibt? Und sieh dir nur diese ganzen umherschwirrenden Volbeat und Illumis an. Das ist einfach umwerfend. Unter diesem Ort quillt unablässig Wasser nach oben. Sein Strom ist so stark, dass es schon vor langer Zeit diesen riesigen See bildete. Nun richtet euren Blick auf die leuchtenden Stelle in der Mitte des Sees. Oh ja, ich sehe sie. Es leuchtet zwischen den Wellen nach oben. Das bläulich-grüne Strahlen, oder? Geht näher ran und seht genauer hin. Oh! Was könnte das sein? Ich komme nicht drauf. Aber es verursacht Herzrasen. Warum ist mein Puls plötzlich so schnell? Das ist fantastisch, aber... Was ist das? Es wirkt so mysteriös. Das ist ein Zahnrad der Zeit. Was? Wirklich und wahrhaftig? Das ist ein Zahnrad der Zeit? Ja, ich bewache das Zahnrad der Zeit. Das ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Vor euch haben schon andere versucht, hierher zu kommen. Aber ich habe die meisten mit meiner Illusion von Groudon verscheucht. Groudon? Wie hast du das gemacht? Ich erschaffe es mit Hilfe meiner psychischen Fähigkeiten. So in etwa. Es besteht kein Grund zu erschrecken. Wie gesagt, es ist nur eine Illusion. Was ihr bekämpft habt, war nichts weiter als das. Es hat schon andere gegeben, die meine Illusion von Groudon besiegt haben. Sie haben es geschafft, an diesen Punkt zu gelangen. Aber es waren Eindringlinge. Also habe ich ihnen das Gedächtnis genommen. Und so habe ich den See geschützt. Das Gedächtnis genommen? Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Wir wollten dich was fragen, Selfe. Dies ist mein Partner Sefi. Mein Partner ist jetzt ein Pokémon, aber früher war er ein Mensch. Oh, wirklich? Ein Mensch? Ja, aber Sefi hat seine Erinnerung und an das Dasein als Mensch verloren. Also würden wir gerne wissen, war Sefi schon einmal hier, Selfe? Und hast du vielleicht Sefis Gedächtnis gelöscht? Wäre das möglich? Ist jemals ein Mensch hierher gekommen? Die Antwort lautet, nein, kein Mensch war jemals hier. Was ihr auch wissen solltet, ich lösche nur die Erinnerung an den Nebelsee. Ich kann keinem Lebewesen das gesamte Gedächtnis nehmen. Ich habe nichts mit dem Gedächtnisverlust deines Partners zu tun. Und auch nichts mit der Verwandlung in ein Pokémon. Den Grund dafür musst du anderswo suchen. Oh, tja, trotzdem danke. Wie es aussieht, warst du also doch noch nie hier, Sefi. Selfie wollte dich treffen, wir wollten dich treffen, um mehr über meinen Partner zu erfahren. Was ist das? Ein Zahnrad der Zeit. Zu schade. Wir können kein Zahnrad der Zeit mitnehmen. Knuddeluff! Wow, fantastisch. Und wer mag das sein? Oh, darf ich vorstellen, unser Gildenmeister. Das fucking Groudon ist da immer noch am Rumflackern, oder wie? Hä, ist das ein Bug oder chillt er immer noch da? Hoch erfreut, mein Freund. Freund. Hoch erfreut, mein Freund. Oh, erstaunlich. Seht euch diese umwerfende Aussicht an. Ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Ladalarida. Knuddeluff, Digga. Oh, endlich sind wir da. Keine Zeit zum Verschnaufen. Wir müssen uns beeilen. Hey, da drüben ist jemand. Gehen wir. Na, sag ich schon, es ist Groudon. Friss mich nicht, ich bin nicht schmackhaft. Hallo alle miteinander, stimmt etwas nicht? Gildenmeister. Oh, kümmert euch nicht darum. Seht euch das mal an.
Es sprudelt. Wie schön. Oh, wie er schimmert. Oh, jawohl, ja, das hat was. Ja, der Geysir in dem See bricht hin und wieder aus. Da sprudelt Wasser nach oben wie ein Springbrunnen. Und das Zahnrad der Zeit strahlt von unten herauf. Und gleichzeitig beleuchten zahllose Illumisium Volbeat auf der Wasserfontäne. In ihrer Harmonie sind sie die Essenz der Schönheit. Der Schatz. Der Schatz. Der Anblick des Nebelsees muss der Schatz sein. Siehst du diese Aussicht, Sefi? Das ist so traumhaft. Es ist wirklich schade, dass wir nichts über deine Vergangenheit herausgefunden haben. Aber ich bin froh, dass wir hergekommen sind. Ich bin glücklich, dass wir alle so einen schönen Anblick teilen konnten. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich bin auch froh, dass ich hergekommen bin. Sicher haben wir nicht herausgefunden, wer ich bin. Ein Moment mal. Selfe sagte... Laut Selfe war ich noch nie hier. Aber wenn das wahr ist, woher kannte ich diesen Ort dann? Und das Zahnrad der Zeit. Wenn ich das Zahnrad der Zeit sehe, wieso schlägt mein Puls schneller? Und diese Unruhe, die ich empfinde, was bedeutet das? Entschuldigung bitte, dass wir dich gestört haben. Das war fantastisch. Freund. Ich werde eure Erinnerungen an diesen Ort nicht auslöschen. Ihr habt mein Vertrauen. Aber ich muss euch bitten, das Geheimnis um diesen Ort zu bewahren, ja? Sicher. Vielen Dank. Wir wissen, was wir zu tun haben. Weißt du, es wurde noch nie ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Dieses hier muss in Sicherheit bleiben. Wir werden auch nie ein Wort an diesen Ort verlieren. Ich schwöre im Namen der Knuddelluftgilde. Okay, machen wir uns auf den Weg. Plaudergei, wenn ich bitten darf. Ich fliege schon, Gildenmeister. Marsch Richtung Schatzstadt. Was ist mit den anderen drei Trotteln? Die lange und abenteuerliche Expedition der Gilde geht zu Ende. Knuddelhof und die Gildenmitglieder kehren sicher in die Gilde zurück. Für Sefi und die Lehrlinge beginnt erneut die Routine. Das normale Trainingsprogramm in der Gilde kehrt der Alltag ein. Wir konnten jetzt nie gegen Skuntank kämpfen, ne? Ich wollte ihn eigentlich mal noch verprügeln. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Schatzbeutel wurde vergrößert. Gott sei Dank. Ja, ich habe keinen einzigen Belebersamen und nichts gebraucht. Wir haben alles mitgeschleppt. Huch! Die Bonus-Episode Wundersame Fluffeluff wurde freigeschaltet.